Hallo, ich begrüße euch zu meinem Rückblick auf die zweite Pokémon-Generation und mal wieder ist heute Tex bei mir. Sag mal hallo. Hallöchen Leute, vielen Dank für die Einladung, Nagi. Ja, kein Ding. Das macht ja richtig Spaß, mit dir darüber zu reden. Dankeschön. So, letztes Mal hatten wir die erste Pokémon-Generation als Thema. Ja. Und diesmal begeben wir uns einen Schritt weiter und gehen über zur zweiten Generation. Also sprich Gold, Silber und darüber hinaus. Kristall. Ja, Kristall, Stadium 2 und so weiter. Die zweite Pokémon-Generation wird ja von vielen als beste Pokémon-Generation angesehen, von allen. Wie siehst du das? Finde ich genauso. Vor allem liegt es daran, dass die Story recht umfangreich ist. Von 16 Orden bis hin über 251 Pokémon, was früher schon richtig viel war. Und hinzu kam noch der Duellturm, was auch relativ viel Spaß brachte. Und ja, das ist so meine Meinung, kurz und knackig. Ja, viele sagen ja, die zweite Generation ist ihre Lieblingsgeneration, aber ich glaube, dass damit eher gemeint ist, dass die Gold-Silber-Edition ihre Lieblingsedition ist, weil ich bezeichne die zweite Generation als Aufstieg und Fall der Pokémon, aber was ich damit meine, wirst du dann noch erfahren. Wie meinst du das jetzt mit Fall? So ganz verstehe ich das jetzt nicht. Ja, das werde ich dir dann gleich erzählen noch, wie ich das meine. Aber komm doch erstmal zum Anfang der zweiten Generation, zu Gold-Silber zurück. Wann kam die denn eigentlich raus? War das nicht 1999? 1999 kam sie in Japan raus, aber 2001 erst bei uns in Deutschland. Ich könnte schwören, dass 2000 Kristall rauskam. Nee, Kristall kam Ende 2001 raus. Ja, da sieht man mal wieder, dass ich voll die Ahnung davon habe. Ja, das macht ja nichts. Ja, war schon ganz cool. Und ich weiß die noch, kam ja zu Ostern raus, soweit ich weiß. Yep, es war im April. Genau. Da hat mein Freund die Edition viel früher bekommen. Keine Ahnung, ob er sie gefunden hat und dann frühzeitig das Ostergeschenk bekommen hat oder so. Jedenfalls war ich dann etwas wütend auf ihn und war richtig traurig, dass mir meine Mutter dann auch die Edition geschenkt hat. Frühzeitig zum Ostern. Nun, interessant ist ja, während wir uns noch mit der roten und blauen Edition beglückt haben, haben die Japaner ja schon Gold und Silber rauf und runter gespielt. Ja, aber wirklich, das war richtig gemein. Wir kriegen eh alles immer viel verspätet. Und damals, so bevor Gold-Silber rauskam, ging es immer darum, wer hatte die neuesten Informationen zur Pokémon-Edition Gold-Silber. Stimmt. Damals ging eigentlich auch schon bei Rot und Blau los, finde ich. Damals war das Internet ja noch nicht so verbreitet und da hat man immer alle möglichen Magazine abgeklappert, ob es irgendwelche neuen Infos zu Pokémon Gold-Silber gibt. Ja, ganz genau. Mund-zu-Mund-Propaganda überall auf dem Schulhof. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und Pokémon Gold. Ja, wolltest du was sagen? Ich wollte eigentlich fragen, wie du zu den Pokémon-Editionen gekommen bist. Hast du die auch zu Ostern bekommen oder direkt selber gekauft? Ich habe die direkt am Erstverkaufstag geholt. Du warst bestimmt der Erste an dem Tag im Laden. Würde ich nicht sagen. Okay. Könnte ja sein. Na, ich finde ja, die Golden- und Silber-Edition von Pokémon brachte ja mehr Innovationen mit sich als jede danach folgende Edition. Ja, stimmt. Vor allem, es gibt ja auch viele Neuerungen. Also ich habe mir mal eine kleine Liste gemacht mit Sachen, die neu waren in dem Spiel. Ja, erzähl mal. Also es gab ja erstmal den Tag- und Nachtwechsel. Genau. Das war ja was komplett Neues. Das gab es ja noch gar nicht im Gameboy-Spiel. Das war die größte Neuerung im ganzen Spiel, oder? Was? Das war die größte Neuerung. Ja, dass wirklich die reale Zeit das Spiel beeinflusst hat. Nicht so wie jetzt zum Beispiel bei Zelda Ocarina of Time, wo jetzt alle 5 Minuten Tag rumgeht. Ja, ganz genau. Dass das wirklich dieses Spiel richtig beeinflusst hat, welche Pokémon man trifft und welche Events es gibt. Es war ja nicht nur Tag- und Nachtwechsel, es war ja auch von den Wochentagen abhängig. Ich glaube, das war das einzige Pokémon-Spiel, das so einen großen Nutzen davon genommen hat oder benutzt hat sozusagen. Ja, die Pokémon-Spiele danach haben die Tageszeiten und so nicht mehr so gut benutzt. Das wurde bei Diamant und Perl wieder aufgegriffen, aber jetzt nicht so intensiv, wie man das bei Gold-Silber gemacht hat. Ja, höchstens mal, was gab's denn da? Triftlon freitags, aber mehr fällt mir da jetzt auch nicht ein. Und dann gab es 100 neue Pokémon. Genau, ja. Jetzt nicht unbedingt die Innovation, aber... Ja, aber immerhin. Was viel mehr neu war, dass die nie bekommen haben. Was viel mehr neu war, dass die Pokémon Geschlechter hatten. Und dass das auch ganz neue Möglichkeiten für das Spiel gab. Genau. Dass man so Pokémon züchten konnte. Sorry. Du redest mir immer dazwischen.
Ja, ich wollte was hinzufügen. Okay, erzähl. Zu männlich-weiblich wollte ich sagen, dass es richtig interessant war, als ich dann zum Beispiel herausgefunden habe, dass du, als dass ich Pikachu mit Pipi züchten kann. Das war wirklich erstaunlich, was ich früher gar nicht wusste und nie gedacht hatte, dass es klappt. Ja, ganz am Anfang gab es dann nur zwei Pokémon, die Geschlechter hatten, und zwar die Nidorans. Ja, stimmt, aber ich meine jetzt in Golden-Silber. Und ja, da gab es ja auch alle möglichen Taktiken, wie man so Pokémon Attacken beibringen konnte, die sie so normal gar nicht lernen. Ja, ganz genau. War eigentlich ganz praktisch. Aber spontan würde mir jetzt gar nichts einfallen. Eher zu den neuen Editionen, aber zu den alten, kein Plan. Naja, dann konnten die Pokémon ab jetzt Items tragen. Ja, genau. Das auch nochmal eine ganze Menge Strategie dazu beigetragen hat. Ich habe das am Anfang gar nicht so gemerkt, als ich das Spiel zum ersten Mal gezockt habe, bis ich gemerkt habe, dass sich mein Pokémon auf einmal selber geheilt hat. Stimmt, die Beere, die jedes Pokémon am Anfang trägt. Dann habe ich erst so richtig gemerkt, aha, die können jetzt Items tragen. Das war ist zum Beispiel auch jetzt bei dem EP-Teiler äußerst nützlich geworden. Aber der EP-Teil war in den ersten Editionen so richtig mies, muss ich sagen. Der hat ja die EP unter allen sechs Pokémon im Team aufgeteilt. Das hat ewig gedauert. Ja, das waren kaum EPs, das waren vielleicht 25 oder so, das hat kaum was gebracht. Und Also war richtig schwachsinnig, das Item. so kann man halt einem Pokémon den EP-Teiler geben und den wählst es dann so lange, bis du ihn wieder wegnimmst. Jo, ganz genau. Also fand ich ganz praktisch. Und in Gold Silber eingeführt wurden auch die Shinies, die ich so sehr liebe. Genau. Also rotes Gardevoir hatte wirklich jeder. Nach der Zeit dann auch das blaue Ditto. Und ansonsten fällt mir jetzt spontan nicht ein, ob das auch jemand hatte von früher. Mein Freund, ich glaube nicht. Aber man konnte ja ganz leicht mit dem Shiny Ditto Pokémon Shinies züchten. Da hat man eine Chance von 1 zu 64. Was viel besser war als zu den heutigen Zeiten. Na, ich halte nicht so viel von den Shinies, weil ich finde, dass es eher so reine Angeberobjekte sind. Ja, ganz genau. Also für Die mich sind es bringen keine Bereicherungsspiele ja auch nicht und viel mehr. es sind auch leider ziemlich viele Shinies ercheatet. Stimmt, mittlerweile schon überall über Wi-Fi verteilt. Also es ist echt Wobei schwer ich da. sagen muss, ich muss wirklich sagen, dass Shiny Glurak richtig cool aussieht. Das Problem ist nur, dass man ercheatete und nicht ercheatete Shinies schwer auseinanderhalten kann. Ja, okay, ja, stimmt, das schon. Und die über die Wi-Fi-Connection so übelst verbreitet werden. Ja, was willst du machen? Okay, ja, wir sind ja bei Gold-Silber. Damals gab es ja noch kein Internet in den Spielen. Aber es gab doch die komische Tauschmöglichkeit in Japan mit den Handys, oder? Ja, da kommen wir aber drauf zurück, wenn wir über die Kristalledition sprechen. Noch sind wir ja bei Gold-Silber. Okay. Okay, Was gab's noch? dann war Gold-Silber die erste Pokémon-Edition, die richtig in Farbe war. Ja, ganz genau. Die gelbe Edition war schon ein bisschen eingefärbt, da hatte jede Stadt ihre eigene Farbe und die Pokémon-Kämpfe waren richtig farbig, aber Ja, aber das kannst du ja nicht wirklich mitzählen. komplett war es noch nicht. Genau. Und in Gold-Silber sah es einfach alles ein bisschen hübscher aus. Und die 16 Orden will ich nochmal erwähnen. Yep, und die zwei Regionen. Ja, aber die war richtig abgespeckt. Zum Beispiel Fatania, weil das kannst du echt knicken. Der war so winzig geschrumpelt, der ist. Hast du nicht gesagt, der ist abgebrannt oder so? Irgendwas habe ich mal im Let's Play gesagt, keine Ahnung. Nee, aber in Herzgold Sehnsilber hat er wieder die richtige Größe. Okay, bin mal gespannt. Kommt ja am Freitag raus, ich freue mich schon. Okay, was gab's noch? Es gab. Neu eingeführt wurden auch die Wettereffekte. Die Wettereffekte. Ja, dass man durch Regentanz zum Beispiel Wasserattacken stärken kann oder die Ach so, Treffgenauigkeit ach von so. Donner erhöhen kann. Ja klar, ich dachte jetzt im Kampf. Das sind jetzt, also nicht im Kampf, sondern allgemein, wenn du rumläufst. Nee, das meine ich nicht. Das kam ja erst ab Rubin Saphir, aber das ist ja ein anderes Thema. Ja, ansonsten gab es noch ein paar nette Und was gab's denn noch? Annehmlichkeiten im Spiel. Man konnte jetzt zum Beispiel sehen, wann das Pokémon auflevelt, was man einsetzt. Genau, Das das hat man konntest du damals. davor nur sehen, wenn du im Startbildschirm deine Pokémon aufgerufen hast. Und dass man jetzt immer sehen konnte, ob man ein Pokémon schon gefangen hat oder nicht. Ja, stimmt, anhand des Pokéballs. Und du wurdest benachrichtigt, wenn deine Boxen voll waren. Aber nur wenn du die Nummer auf dem Bild gespeichert hast. Ja, stimmt. Wobei das Boxensystem immer noch so mies war wie früher. Ja, es wurde ein bisschen besser gestaltet, aber perfektioniert wurde es in Rubin Saphir. Genau.
Und das war in der roten und blauen Edition unheimlich frustrierend, wenn man jetzt irgendwie ein Pokémon fangen wollte, dann hieß es, sorry, deine Box ist voll, du kannst keine Pokémon mehr fangen. Das war echt mies, das stimmt. Jetzt habe ich so sehr gehasst. Da fällt mir noch ein, es gab noch einen Incognito-Dex. Ja, yep, aber der war... Auch so ein kleines Sidequest. Der war eher nutzlos, da waren nur die Bilder drin von den Incognitos und das war's. Ja, aber du konntest ja mit dem Gameboy-Drucker deine eigene Schrift sozusagen drucken und irgendwelche Texte schreiben. Also das habe ich nie probiert. Ich hatte zwar einen Gameboy-Drucker, aber weiß nicht. Ist eigentlich ganz witzig. Ich habe mir mal den halben Pokédex ausgedruckt, weil ich mal einen Drucker für 5 Euro auf einem Flohmarkt, genau, zwar auf dem Flohmarkt, da habe ich mir einen ersteigert. Oder gekauft, ersteigert nicht. Quatsch.